So, bevor wir jetzt die Wachibäude, also wo ich Bienen naturgemäß halte, uns ansehen, möchte ich euch hier erstmal eine Deutsch-Normalmaßbeute zeigen. Ihr seht hier eine Beute, mit der viele Imker arbeiten, relativ groß. Drinnen befinden sich Rähmchen, meistens mit Wachsplatten, die in Drähte eingelötet wurden. Und wo den Bienen im Prinzip vorgegeben ist, wie sie ihre Waben ranbauen. Die Rähmchen werden dann rausgenommen, werden abgeschleudert, oben aus dem Honigraum. Und also vorher wird im Prinzip noch die Wachsschicht gelöst, die Verdeckelung ausgeschleudert und gefiltert, danach noch eventuell gerührt und abgefüllt. Was ist der Nachteil dabei? Die Bienen sind nicht wirklich wesensgerecht naturgemäß gehalten. Die Rahmen geben eine Wabengröße eigentlich vor. Es ist nicht wirklich lukrativer für die Bienen. Das Einzige ist, es scheint lukrativer für den Imker zu sein, weil er vermeintlich leicht dann den Honig herausschleudern kann. Das Ganze ist für den Imker allerdings auch sehr kostenintensiv. Und er muss sehen, dass er im Prinzip die Kosten wieder reinkriegt, ist also auf maximalen Honigertrag aus. Bei so einer Deutsch-Normalmaßbeute ist es so, dass wenn unten die Brut ist, wird dann die Brut in den Raum da oben reingehängt von vielen Imkern. Ne? Wenn die Brut im Prinzip dann geschlüpft ist, wird oben der Honig eingetragen, wo zuvor die Brut drinne war, und daraus erntet dann der Imker seinen Honig. Eine Arbeitsweise, die ich absolut nicht gehe, und aus mehreren Gründen, insbesondere um dem Bienen gerecht zu werden, also dem Volk, dem Bienenvolk, ist für mich ein Organismus, ein Riesenorganismus, und glaubt's oder glaubt's nicht, ich bin davon überzeugt, dass Bienen Gesichter erkennen können, dass die genau wissen, wer da kommt, dass die bei mir genau wissen, dass sie gut behandelt werden, dass ich nicht permanent die Bienenbeute aufreise, wie es hier in solchen DNM-Beuten gang und gäbe ist. Wenn irgendwas ist, permanent wird oben reingeschaut, der Deckel abgenommen, die Wärme entweicht, das Klima wird zerstört. Natürlich werden Bienen aggressiv, würde ich auch. Stellt euch vor, alle Nasen lang reißt jemand das Dach von eurem Haus auf, guckt rein, schiebt alles hin und her, zerdrückt ein paar von euch, wenn er die Teile, die das Dach wieder draufsetzt. Und da wird man natürlich mit der Zeit aggressiv. Man muss ihn nur sehen oder riechen und es bedient. So, das ist also die Arbeitsweise, wie es bei mir nicht ist. Trotzdem können wir ja an dieser Beute ganz kurz klären, wie das mit dem Honig läuft. Das habt ihr jetzt gehört. Es ist jetzt für mich natürlich ganz einfach, wenn ich jetzt hier keine große Blütentracht habe, dass ich da oben mal eben einen riesen Bottich oder einen riesen Packen Zucker hinlege, und die Bienen würden den dann, wenn sie draußen nichts finden, eintragen und fermentieren und wie gesagt in die Waben einbringen, einlagern. Und das wäre auch ein Bienenhonig, ist ja durch Bienen entstanden. Nur die eigentliche Sache dabei ist, dass es nicht von Blüten kommt, sondern von Zucker. Und aus Zucker kann auch die Biene nichts besonders Gesundes machen. Im Gegensatz dazu, die Pflanzen sind im Prinzip uns geschenkt worden als Lebensgrundlage, die uns Heilung geben kann, die uns Gesundheit geben kann. Und in der absoluten Höhe ihrer Kraft gibt die Pflanze einen Nektar, und die Biene macht daraus ein Produkt wie den Honig. Was könnte es Gesünderes geben? Ne? Und man ist natürlich darauf aus, auch von diesem gesunden Honig etwas abzubekommen. Und ein naturgemäß arbeitender Imker, der kümmert sich um Bienen, stellt ihnen alles zur Verfügung, hilft ihnen und bekommt dafür einen Teil Honig. Und zwar nur einen Teil, nicht alles. Nachteil in so einer DNM-Beute hier: Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch naturgemäß versuchen zu imkern, aber sie wäre aus meiner Sicht zu groß. Wenn ein Volk in so einem großen Raum überwintern will, muss es den auch warm halten. Ich brauche also mehr Honig, die Bienen brauchen mehr Honig, was drin eingelagert wird. Ich könnte wieder weniger vielleicht für mich auch abzwacken, für den Imker, der jetzt professionell arbeitet, gewinnstrebend vielleicht arbeitet. Absolut nicht machbar. So. Gehen wir als nächstes mal zur Varroa-Beute, wo naturgemäß geimkert wird. Und
Wir können dann auch mal hineinschauen in so eine Beute, wie das dann aussieht. Jeder Imker, der professionell arbeitet seit Jahren, wird natürlich bei meiner Arbeitsweise die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber sieht's mal so, ich bekomme ein sehr gesundes Produkt von gesunden und glücklichen Bienen. Und das ist für mich maßgebend und das bei extremst geringen Kosten. Dann sehen wir uns gleich bei der Variable wieder.